Truck Simulator mit dem Sachsen-Let's Player. Hallo. Und dem Mr. Dalukat. Schönen guten Tag, die Herren. So, wir haben neu geladen und weiter geht's. Nicht wundern, warum ich einen anderen LKW habe. Das liegt daran, dass ich schnelle Fracht gemacht habe. Daxi, wie wär's mit losfahren hier? Chill out, ich hab hier keinen Hänger dran. Ja, ich hatte einen Auftrag nach Las Vegas. Aber aus irgendeinem Grund dann gecancelt. Ja, die haben gesehen, wie du gefahren bist beim letzten Mal. Eben, als du den Unfall an der Tanke verursacht hast mit den 28 Toten. Ja, genau. Und deswegen fahr ich jetzt halt einfach nur mit Suchmaschine. Naja, ist auch nicht so schlimm. Kann ich besser ausweichen. Und der halbe Stadt, die du da gesprengt hast? Da gibt's keinen Auftrag mehr für dich. So, ich stehe schon dadurch gar nicht mehr am Rückspiegel, soweit ist der weg. Ja, weil so ein Ami wieder da vor wollte. Er hat mich ausgebremst, Leute. Na, da so, wir fahren nach Bremen, ne? Ja, ja, Bremen. Halt. Da wusste gar nicht, dass Bremen in den Staaten ist. Ne? Ja? Ne. Hab ich noch nie gehört. Bremen, keine Ahnung. Reno kenne ich noch von der Sendung damals auf D-Max. So, ich fahre 35 km/h hier auf den Landstraßen hier. Hast du auf km/h umgestellt? Nein, mph. Ah. Ja. Weiß ich, was die hier vorne machen, aber wir müssen hier mal anhalten. Das ist da, wo der Sachse einen Unfall gebaut hat. Ich glaube, der ADAC ist jetzt endlich da. Ach. Da müsste noch einer links über der Tanksäule liegen. Ja, ganz shit. Ziemlich beide. Oh, da kommt Dalu. Wenn der kracht hinten rein? Natürlich nicht, ja. Oh, Bremsweg berechnet. Was ist hier überhaupt los? Erstmal Hupen. Tankstelle, die fahren halt rein und raus und alles und tralala. Was ist hier los, Hupen? Ja, warum wird hier gestanden? Oh, da kommt von rechts eine ganze Meute. Ja, oh, der Sachse wieder, oder? Ich seh zwar nichts dahinter. Ach, ich bin immer Tina hier. Nee, aber nützt den Crash, da können wir links abbiegen. Ja, ja. Jawoll. Schnell weg hier. Der eine macht Fahrerflucht. Der hat den Unfall hier verursacht. Das ist immer ein Schild. Platinum mit seinem Regenbogen-Truck. Da bin ich voll drauf. Auf Kamera. Oh, guck mal. Ja, das ja, Simulator, ich bin die ganze Zeit schon im Chat gespielt. Alter, dieser Slowak-Typ, ne? Slowak. Den ramm ich gleich. Oh Gott. Das ist noch Landstraßen, ne? Hier kommt Gegenverkehr. Genau. So, Dalu ist schon wieder weg. Ich bin immer noch hier hinter dem Slowak. Ja. Ja, der mir hier seine Lebensgeschichte hupt. Erzähl dir ein bisschen was von der Familie. Warum steht denn hier einer am Seitenstreifen in der Kurve? Kein abgesichertes Beat. Also ich würde sagen, wir lassen Dalu jetzt vorne wegfahren. Das ist eindeutig der Langsamste. Ja. Ich bin nicht der Langsamste. Weil gleich kommt der Slowak, ja? Und dann passt mal auf. Den Slowak lassen wir vorbei. Warum fahre ich überhaupt so langsam? Habe ich immer noch so einen Zugpferd? Ist der Slowak da oder noch einer? Wo ist denn Dimitri fährt hier noch an der Seite. Slowak, ja, danach kommst du Slowak ist an uns vorbei. Ja, ey, du bist da 3 Kilometer hinter Slowak! Von wegen hier, da bremst dich aus, du kommst nicht hinterher. Ey, du musst jetzt hier schön rechts am Seitenstreifen bleiben, wenn ich losfahre. Ja, ja. Donnerfrosch. Warum fahr ich so lahm? Weil du so eine Schnecke hast. Oh Gott. Schnecke sitzt auf dem Beifahrersitz. So, jetzt geht's los. Gott sei Dank haben die Amis so viel Platz. Ach ja. Nicht wundern, warum mein Kontostand so angestiegen ist. Ich habe die 400.000 Kredits genommen. Cheat Engine ist activated. Ich habe wieder genutzt. Ja. Ich habe auch zum ersten Mal Plus auf dem Konto. Siehst du, wenn du mit uns fährst, läuft das. Warum ist ja eigentlich immer Nacht, ja? In den Staaten wusste ich gar nicht. Dachte, die haben auch immer Sonne. Ja, oh, Patrick. Er pinkelt erstmal hier in dieser Wanne. Bei einer Zwischenstopp. Ne, ich glaube, die warten teilweise. Wie macht man Warnblinklicht an? Ich finde das voll super. Ich finde das so super, dass die Leute so diesen Standard-Shit auch in diesem Spiel machen. Ja. So wie der eine, als er mir Vorfahrt gegeben hat, hat er Fernlicht an- und ausgemacht. Lichthupe, ne? So, das ist geil. Finde ich super, eigentlich total dumm. Alter. So, ich hoffe, ihr wartet hier, ne? Was ist denn, Randy? Nee, das sah gerade relativ schnell aus. Ja, also ach, jetzt hier so locker. Komm, du Bengel, gib Gummi da vorne! Ja, was doch, ich habe hier hochexplosives Zeug hinten. Hab ich auch. Nicht, dass wir nochmal wie bei dem Sachsen über den Unfall reden müssen. So, jetzt fahre ich wieder an. In einer Stunde bin ich bei 30.
Oh, Randy, musst du aufpassen, Randy schert aus. Naja, ich bleib hier nicht. Nicht gut. Ist es Randy, der mich überholt? Ja, ja. Ich bin jetzt, okay. Naja, um die Synchronisation, ich bin jetzt auf deiner Fahrerseite. Oh, bei mir fährst du hinten am Arsch. Ja, bei mir auch. Okay. Ja. Ja. Jetzt bist du gar hinter da. Ja, jetzt bin ich in der Mitte sozusagen. Ja, okay, also sehr gefährlich. Ja, ich, da bleibe ich. Wenn jetzt einer links rüberzieht, nicht, dass er was Kann ich einschauen bei dir? Nein, bitte nicht. Nee, bei Tino jetzt. Ja. Nee, da zückt mir das erst beim links. Ich fahr perfekt! Nee, das sind Synchro-Lex halt. Ja, hier. Ich wollte schon sagen. Ich fahr perfekt! Könnt ein Tutorial machen, wie die perfekte Fahrweise. Ah, naja, komm schon, wie nix. So, ihr alten Audigen, worüber redet ihr denn immer so, wenn ihr im Truck sitzt, ja? Du guckst in Nütten. Naja, über Gott in die Welt. Mit dem Geld, was man hier verdient. Die Spesen sind schon übertrieben. Oh. Kann man leider nur drüber reden, wa? Nee. Aber, ja, übers, keine Ahnung, über was mal reden. Alles Mögliche. Gut, ich muss dazu sagen, bin ja auch seit dem ATS erst wieder dabei. Sonst macht das ja Clicky und Randy. Mhm. Die machen ja hier den Euro Truck Simulator, sind ja die richtigen Profis. Also ich habe mega Bock auf dieses Projekt, so wenn du das so als Talk-Runde nimmst, sag ich mal, wenn du beim Spiel Sachen da warst. Ich hätte aber auch Bock, dass noch mehr dabei sind. Das wäre schon cool. Das ist einfach witzig. Ja. Vor allem dieses Chaos, was auch dann ständig entsteht. Aber das ist schon geil, wenn man so im Konvoi fährt, so mit 5-6 Leuten oder so, das macht schon Laune. Und man kann natürlich guten Themen-Talk machen. Ich finde es cool, dass man auch so die Schilder so alle lesen kann. Also ist ja nicht selbstverständlich für Autorennspiele. Ihr könnt ja auch Schilder sind zu Autorennspiele. Ach Gott, ey. Willst du jetzt darauf rumreiten? Das ist wie Ballerspiele, ja? Sagt man auch nicht, ist aber so. Warum macht er da nur so hin und her? Macht das Wind! Wind hier vorne. Das sieht gut aus, ja. Doug, ich muss jetzt links rüber, ja? Oh Gott, oh Gott. Das ging gerade. Randy, bist du neben mir? Ja. Ich bremse schon vorüber. Seht ihr, wie geil ich den überholt hab? Alter Schwede, ey. So, also, okay, aber diese. Bei mir bist du vor ihm rein, ja. Truck-Simulationstitel, ja. Dass man da die Schilder drauf sehen kann, Straßenschilder. Finde ich ziemlich cool, weil das ist ja für Autorennspiele ja gar nicht so gang und gäbe. Ja, da hängt das einfach stimmt, ein grünes Schild und weiß verschwommener Text, den ihr eh nicht lesen solltet, weil es unnötig ist. Aber hier finde ich das ganz cool. Es wäre auch geil, wenn du später, wenn du dich halt auskennst, was für euch bei Eurotruck ja bestimmt der Fall ist, dass du einfach ohne GPS fährst. Wenn du weißt, wo du hin musst, in welche Stadt zum hart. Beispiel. Würde ich super witzig finden. So komplett, aber du hast GPS im Truck automatisch. Du hast da rechts neben deinem Tacho, wenn du Innenansicht hast, hast du auch mal so ein kleines. LOL, ey, was ist mit deinem Wind gerade los? Wind! Boah, hier ist richtig krass. Alter, ey, ich bin neben dir! Entschuldigung, ich musste meine Bierdose aufheben. Die ist, die ist rechts. Da liegst du wieder den Porno-Zeitung da vorne, ey. Das gibt's da gar nicht. Oh Mann, doppelseitiges Bild. Ich musste das quer nehmen. Ich muss das hochkant nehmen. Ich musste die Bierdose aufmachen. Und hat von der Bockwurst das Senf runtergetropft. Moment, was passiert jetzt hier? Wir müssen rum, oder? Oh, wir müssen links. Ich mach mal langsamer. Das geht sonst schief. Ist ein Linksabbieger nur. Jo, da bin ich. Ich sehe auf den Navi schon grob. Du Idiot! Oh Gott, da vorne kommt einer! Der hat 100 Sachen drauf, sag ich dir. Der hat auch nicht gebremst, hatte ich das Gefühl. Der hat die Hupen durchgedrückt. Aber Hupen bringt auch nichts, wenn es kracht. Alter Schwede, puh, das war echt knapp. Was aber ist denn mal, wenn wirklich aus Versehen, wenn er jetzt da voll reingefahren wäre, ja? Er hätte sich natürlich mega aufgeregt, aber wäre da jetzt schon irgendwas passiert oder ist das so wie... Nee, ja, wahrscheinlich kann halt mal passieren, ne? Das kann, ja genau. Also wie gesagt, das ist... Wenn du wirklich so absichtlich, selbst wenn du absichtlich ein volles Rohr rammst, wirst du auch nicht direkt gebannt, also. Da musst du schon mal richtig einen gucken. Oder Randy, ich weiß nicht, du kennst ja besser aus, also. Naja, sag mal so, wenn du jetzt nur rumfährst und einen nach dem anderen rammst oder so, dann kommt doch irgendwie viele Reports halt reinfliegen, oder wenn die Leute das filmen und das dann einsenden auf der Homepage, dann bist du ganz schnell weg, ja. So, muss ich hier wieder was drücken? Ja, am Anfang. Ja, ja. Und dann dein Abladedings quasi.
ey, wir müssen hier rückwärts. Ey, das wird jetzt. Das kann nur. Oh, Tino, das war ein Fehler. Das kannst du nicht drehen, habe ich schon versucht. Da kann ich drehen, wetten. Da kann ich wetten. Zeig dir mal ein richtiger Tracker, wie das hier geht. Klicke würde sagen, du hättest drei vorne, weißt du. Aber ich bin gespannt. Und? Ich liefere das hier easy ab. Bam. So, gewendet. Mhm. Ey, was ist denn das für eine Parkbucht? Naja, geübtes Fahren, geübtes Parken. Ja, egal, das da wo du stehst, ist aber nicht, oder? Doch, für mich schon. Ist das dein Ernst? Na gut, doch. Level 1. Also ich habe ihn hier abgeliefert. Ernsthaft? Ausgezeichnet übrigens. Ey, guck mal, wo ich einparken muss. Klar zu machen. Ich muss hier rechts neben dir da in diese Lücke rein. Oh Gott. Das ist hart. Bei denen, wenn gerade noch einer einpackt. Ey, das ist doch ein Scherz, was die hier vorhaben, oder? Ach, ja. Hängt mein Anhänger jetzt noch dran? Nee, der ist weggeploppt. Nee, weil ich kann rückwärts kann ich nicht fahren. Ach so, ich weiß warum, aber das spielt jetzt keine Rolle. Wow, nee, ich kann wirklich nicht rückwärts fahren, ich kollidiere mit dem. Ach so, ja, da musst du vorwärts fahren, ich sehe den halt nicht. Oh Gott, ausgezeichnet, sehr gut. Das gab gute Erfahrungspunkte. Das Problem ist, dass mein LKW. Wo steht jetzt mein LKW? Schlimme da, wo wir angefangen haben. Ja, wieso, was hattest du denn für einen LKW? Ach, da so einen Schnellauftrag gehabt, ja, ne? Ja. Genau, ja. Warte mal, ich stehe jetzt in Bakersfield, nice. Bakersfield, das ist doof. Wie komme ich denn zu euch? Gar nicht, oder? Du Holzkopf! Du müsstest halt so rüberrammeln, ne, Lena. Weil ich habe hier nur einen Auftrag von Brüm nach Karlsbad. Und das ist bei. Nicht mannsatzweise bei Bakersfield. Ich habe von Brüm na. Ne, gar nicht. Ich habe von Brüm gar nichts. Von gar nichts. Naja, hier ist ja nichts. Naja, aber vor euch liegt direkt Las Vegas. Richtig, also da könnte man nach Las Vegas reinfahren. Wir können uns in Las Vegas treffen. Das könnten wir machen. Wo treffen wir uns dann bescheuert? Ich würde sagen, wir treffen uns in Las Vegas, dann warten wir bis Manu da ist und machen wir dann von da aus dann weiter. Jo, dann lass uns mal an der Werkstatt in Las Vegas treffen. Okay, wie setze ich mir da jetzt meinen Wegpunkt hin? Also M klicken, dass du ja. Weltkarte. Ja. Und dann einfach mit der Maustaste, also ein bisschen ranzoomen, da wo dieses Rabattor sind, da einfach mit der Maustaste hinklicken und schon kriegst du dann offiziell. Dieses Rode, ja? Dieses Rode, ja. Das Klärchen, Chef. Wir uns in Vegas. So, genau. Ja, dann machen wir hier. Achso. Ja, wir fahren nach Vegas, würde ich sagen, oder? Achso, ja, klar. Ihr könnt es, genau. Ihr fahrt nach Vegas und ich fahr hier mal los. Ich weiß nicht, ob Peter einen Auftrag nach Vegas heißt. Kannst du gleich mit verbinden? Nee, habe ich geschaut. Habe ich leider nicht. Aber ist kein Problem. Ich düse los. Und alles ist cool. Alles klar. Also, was steht bei euch denn noch so an? Jetzt kommt ja sehr, sehr viel raus in nächster Zeit an Spielen, ja. Gibt's da für euch auch was Interessantes? Ich weiß gar nicht, Renny, was kommt denn für uns? Für uns? Ich wollte mir das Street Fighter mal angucken. Aber für uns kommt Bus-Simulator 16? Der Bus-Simulator? Ach stimmt, der hat auch einen Multiplayer. Ich habe bei euch, und das fand ich ziemlich geil, den Müllabfuhr-Simulator gesehen. Leider war der so blöd, dass ihr da irgendwie nicht... Jeder nicht ein Auto hatte ja, oder ja, sowas. Das war City Economy war das. Das war reinfalls anders gleich. Das war leider ein bisschen, ja. Aber naja, man hat sich halt mal angeschaut. Ja, Bus-Simulator steht für uns so an. Ansonsten kommt das Simulationstechen. Naja, Wiz Games hat ein neues Sorcho-Spiel raus und der Landwirt. Das werde ich mir auch anschauen. Ja, das Sorcho-Game kommt irgendwann im März. In drei Wochen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Bist du hinter mir, sagst du? Bist du das? Ja, ich bin da, ja. Ich bin hinter Sir Knight. Sir Knight. Der jetzt hier beispielsweise vorbeizieht, aber halt schnell und der wird jetzt halt so langsam runtergebremst. Irgendwann hat er weißt du irgendwas bei Wiz Games wegen dem Horrorspiel? Kann man da schon irgendwas sagen? Was es gehen wird? Ob es eine Story ist? Ja, das ist auf jeden Fall Oktuba, also irgendwas Lateinisches für Angst oder irgendwas in der Richtung da. Oder Dunkelheit. Wird wohl vom Prinzip her so sein wie Pineview Drive. Also so ungefähr. Ist ein neues System, was deine Angst erkennt. Aber jetzt nicht aufgrund von Bewegungen, sondern aufgrund deiner Entscheidungen.
Also wenn du da, also auf was du, was weiß ich, da wird dir eine Spinne hingesetzt und du erschreckst dich da, da erkennt das Spiel, alles klar, er mag Spinnen nicht und schmeißt dir irgendwann, keine Ahnung, so eine riesen Monsterspinne irgendwo hin oder so, keine Ahnung. Nach dem also Prinzip soll das wirken. Okay, ja, also es 30, wird auf deine Ängste angepasst quasi. Es wird, wird auf deine Ängste angepasst, 30-Tage-System, da gibt es doch immer wieder, ja, das Wettersystem, das Wettersystem ist noch nicht so ganz synchron. Naja, macht nichts, es ist hell. Richtig. Ah, hier war ich schon. An was also, liegt das, wenn ich, einen, wenn ich den überhole? Muss ja nicht schlecht stehen bleiben, Leute. Und die dann auf einmal so nach links rüberziehen, so ein bisschen, so andeuten hier so, ey, überhol mich nicht. Warum macht die das? Oder keine also, Ahnung, was die da. Ne, entweder, das ne, entweder Tastaturspieler. Gehört das nicht zu feinen Jargon hier bei den Trackern? Entweder sind es Tastaturspieler. Oder sie wollen, ja, sie sind halt Deppen. Ich bremse immer so, also meine Bremse, deswegen, weil du gerade sagtest, du musst nicht gleich stehen bleiben. Sobald ich die Bremse drücke, stehe ich. So, die das kannst du einstellen. Kannst du noch den Option einstellen, deine Bremse, bremst in die Intensivität. Intensivität, danke. Ja, aber das ist. Ah, hier schön wieder in Vegas. Ne, das kenn ich. Viva Las Vegas. Tut. Ist hier rechts vor links? Nö, hier ist wer zuerst an der Kreuzung ist, fährt er. Ne, ne, wer zuerst an der Kreuzung ist, davor. Das ist auch geil. Wer zuerst da ist, mal zuerst. Ist wirklich schön. Also, ich hab extra nachgefragt. Würde mich dann gerne mal in den Gerichtsverhandlungen damit reinsetzen. Würde mich mal interessieren, wie das so entschieden wird. Jeder sagt, er war der Erste. Oh, Mr. Satan fährt hier gerade rum. Da will ich aufpassen. Den habe ich natürlich erstmal Vorfahrt gelassen. Ja. Mr. Genosen. Satan, ja, da würde ich auch Vorfahrt lassen. Was transportiert der Lava? Noch gar nichts, ey. Fährt einfach so. Wenn es gelb blinkt, ist bald rot, oder? Nee, es sind Ampeln. Wenn es gelb blinkt, ist bald rot. Wenn das die Ampel aus ist, wahrscheinlich. Ich liebe, wenn mir hier so ein Elefant rennt. Der hupt, ich hupt zurück. Ne. Er hat aufgegeben, er ist abgebogen. Seid ihr schon in Los Angeles? Las Vegas. Las Vegas. Ja. Los Angeles wollen wir uns nicht treffen. Oh, da bin ich falsch. Nee, Spaß. Oh Gott, ist hier viel los. Ist das hier eng. Oh mein Gott. So, sagst Alter, du, bist, Vater, du, bist du draufgefahren? An der Werkstatt, Platz? Ja, in die Nucleation Area reisen. Das bringt das nicht. Da steht wieder Gott und die Welt rum. Ne, klar. Bleiben drin an sich, das ist nicht so laut. Weil okay, wenn wir jetzt zur Firma fahren, da stehen noch mehr rum. Bleiben wir ja. Achso, ja, toll, bestellen wir uns dann bescheuert. Ja, hier kurz. An die Garagen, da steht hier keiner. Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück. Achso. So, ich baller hier mit meinem Anschlag Top Speed. Zu euch. Wenn ihr da seid, sagt euch Bescheid. Wir sind da. Ja, weil ich kannst ja schön hier hinstellen. Oh, pack mal schön ein. Der Sachse parkt hier neben mir ein, perfekt. Muss ich auch mal den Spiegel sauber machen. Hey, der hat aber Haare, dein Fahrer. Mann hat Haare. Wie denn? Sieht man mich als Frau? Also bin ich eine Frau? Nee, bist du auch ein Kerl. Was ist das denn? Warum suche ich mir eine Frau aus? Sachse, guck mal bitte nach hinten. Hast du auch keine Rückwand? Ich hab Glas. Also im Fenster drinne. Das ist im Fenster. Bei mir ist da nichts. Ah, bei mir ist auch ein Fenstersystem. Aber du hast ja den gleichen LKW wie wir. Ah, du hast vielleicht eine andere Kabine. Nee, der hat einen schick nochmal einen Kieferbild. War gerade verpackt gewesen beim Zurückgucken. Ich war einfach offen. Ja, ja. Ach so. Ein Cabrio hinten. Beim Rückwärtsfahren schön windig. Von Las Vegas. Kannst du die Lampierdose gleich verhindern, ich weiß. Volle, so als kleine Granaten. Ja. Ja. Zack hin, bam, der nächste von die Windschutzscheibe. Nice. Die Aufträge, Alter, wie der die hier aktualisiert ist, Wahnsinn. Nicht so gut. Ja, ich hatte gerade 4 Seiten in Las Vegas, jetzt hab ich noch 3 Aufträge, weil jetzt die Zeit wieder umgesprungen ist. Das ist Wahnsinn. Ich hab was nach Los Angeles. Ich hab was Los Angeles hab ich zweimal und das war's. Ja, dann hab ich zweimal Las Vegas noch. Also Las Vegas. Ich hab Autoreifen. Also als nächstes solltest du, wenn du mit dem Level wieder aufsteigst, definitiv Fernfahrten. Hab ich schon, Junge. Okay. Denkst du, ich kenne mich hier nicht aus, oder was? Sorry. Schön hältst du dich. Also die Autoreifen sind klein dran, ne, hier. Also die Firma. Kunde. Was hast denn du, wenn du im Frachtmus gehst zu Los Angeles, welche Firma ist denn das?
Warte kurz, ja. Denn wir können auch erstmal, wir können erstmal Feierabend machen, wie gesagt. Ich hab wir können erstmal Feierabend machen. Genau, ist kein Problem. Ich hätte 4 to print, ja. Also das V oder was? Nee, 4-2 print. Ist so ein buntes. Achso, da, ja gut. Die Firma ist auch irgendwo in der Nähe. Ich muss halt zu den silbernen V. Ja gut, dann moderieren wir erstmal ab. Wer auch immer anmoderiert hat, ich hab's vergessen. Achso, ja, Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall mal bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Die drei heißen Trucker hier. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut, Leute.